So Leute, ich grüße euch zum kurzen Infovideo. Ich habe heute zwei Infos für euch und einmal geht es um einen quasi Shutdown in Spanien. Wir wissen, dass in Italien ist quasi komplette Ausgangssperre und bei Twitter nebenbei gesagt ist ein sehr schönes Video kursiert. Da haben sich ein paar auf so einen schönen Balkon oder auf ihre Balkone dieser Häuser und Wohnungen gestellt und haben die Nationalhymne gesungen. Das fand ich wirklich toll und dieser Nationalstolz fehlt mir in diesem Land. Weil wenn man das hier gemacht hätte mit der deutschen Nationalhymne, wissen wir alle, was direkt für Äußerungen gekommen sind. Und es gab dann natürlich bei Twitter auch wieder Kandidaten, die üblichen Verdächtigen, die sich darüber echauffiert haben, dass das ja gar nicht geht. Also da kann man sich nur an den Kopf fassen. Aber das nur nebenbei. Jetzt geht es eigentlich um Spanien. Und Spanien hat soweit nämlich den nationalen Notstand verkündet. Und dementsprechend, sie schränken die Bewegungsfreiheit der Bürger soweit wegen Corona deutlich ein. Die Bürger dürfen nur noch für die Arbeit oder den Einkauf nach draußen, sprich auch Geschäfte außer Apotheken und Lebensmittel bleiben gänzlich geschlossen. Also es nimmt überall Ausmaße und Züge an, die sind schon sehr, sehr krass. Und genauso geht es auch in Berlin ab. In Berlin ist es auch ganz krass, denn in Berlin sorgt das große C nämlich quasi auch für einen kleineren bis mittelgroßen Shutdown, sodass man zu Fitnessstudios nicht mehr gehen, also hingehen schon, ja, aber die haben geschlossen. Fitnessstudios, Kinos, Kneipen und auch Bordelle bleiben soweit geschlossen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Leute gerade aus so einer Bordellszene, da stellt man sich ja fettere Rocker oder was weiß ich, stärkere Typen da, die jetzt sowieso nicht so den Staat oder doch die Polizei als Autorität respektieren. Ich weiß nicht, ob das Ganze da in der Gegend so komplett eingehalten wird. Zudem sollen dann auch noch Listen geführt werden über die einzelnen Besucher bei Veranstaltungen und so weiter. Ja, wer bekommt denn diese Daten, frage ich da direkt. Also mittlerweile, in der Anfangszeit dachte ich jetzt so, ja, es ist ganz sinnvoll, vielleicht brauchen wir wirklich diesen Ausgangsstopp, um hier wirklich Herr der Lage zu werden. Aber so langsam habe ich das Gefühl, das geht deutlich in 1984 George Orwell und ihr zu einem ganz klaren Überwachungsstaat. Oder empfinde ich das nur so? Dementsprechend, das waren die Neuigkeiten. Schreibt eure Meinung jetzt gerne unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Video und ciao.